Herzlich willkommen zurück zu... Nein, nicht Yoda Stories, sondern ein merkwürdiges Atmen in einem dunkelgrünen Raum. Und zwar herzlich willkommen zu einem Let's Read Darkfall, das Tagebuch von George Crabtree. Ja, das hatten wir ja schon gelesen. Und zwar, genau, da hat er das halt abgemalt, hier Tom Oliver, und sie haben eine Vorkammer gefunden, mit der Grundsteinlegung, genau, dass es echt halt sehr, sehr alt ist, 1318, genau. Okay, Tagebuch über unsere Arbeit. 8. November 1944. Unsere gestrige Entdeckung hat uns sowohl erstaunt als auch verwirrt. Wir hoffen, in der Hausbibliothek weitere Hinweise auf die Ursprünge des Hotels zu finden. Dort gibt es eine Menge Grundbücher und Urkunden. Vater hat das Hotel im letzten Jahrhundert erbaut. Man weiß, dass die Arbeit durch ein bereits vorhandenes, älteres Fundament beschleunigt wurde. Wow, jetzt habe ich mich gerade voll erschrocken. Hier war eine Fliege vor mir. Oh Gott, ich habe gedacht, hier salze ich eine Spinne ab. Ach, Herz. Man weiß, dass die Arbeit durch ein bereits vorhandenes, älteres Fundament beschleunigt wurde und dass Teile, dass das mit zwei S, das Teile des älteren Hotels noch standen. Ja, ist vollkommen falsch, egal. Leider gibt es kaum Hinweise darauf, was vor dem 15. Jahrhundert hier stand. Wie schade. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass lange vor dem Gasthaus hier ein bedeutendes Bauwerk stand. Die Steine der Mauer, die wir entdeckt haben, stammen nicht aus dieser Gegend. Und die Bautechnik zeigt großes fachmännisches Können. Da tun sich ungeahnte Möglichkeiten auf. Vielleicht stand hier eine Kapelle oder ein anderes religiöses Bauwerk. Wir wollen nun die Kammer näher untersuchen. Alter, diese Rechtschreibfehler hier überall, ne? Egal. Und ich werde Fotos für unsere Aufzeichnung machen. 9. November 1944. Die Vorkammer war nur der Anfang. Heute kam eine weitere Passage ans Licht. Wir sind versucht, unsere Entdeckung bekannt zu geben. Okay, was haben sie denn da? Wir sind keine Archäologen und befürchten, dass wir die altertümlichen Gegenstände und Hinweise beschädigen könnten. Arthur besteht darauf, dass wir weitermachen und mit der Bekanntgabe warten, bis wir etwas wirklich Eindrucksvolles vorweisen können. Ich spüre, dass Arthur auf Ruhm und Reichtum hofft. Er ist jung. Ich will seine Hoffnung nicht zerstören. Ich muss zugeben, und das ist eine seltsame Beichte, dass ich mich heute... Alter, hier fehlen überall Kommas, Mann. Ich muss zugeben, und das ist eine seltsame Beichte, dass mich heute ein starkes Gefühl der Unruhe plagt. Zunächst habe ich versucht, es als verständliche Nervosität abzutun. Sorry, Leute, irgendwas stimmt heute nicht mit mir. Doch es muss mehr dahinter stecken. Irgendwas an der Kammer erschreckt mich bis tief in die Seele. Ich habe entschieden, dass wir erst dann weiter vordringen, wenn wir nähere Forschung angestellt haben. Arthur protestierte zunächst, doch schließlich gab er nach. 10. November 1944. Geht es jetzt täglich bis April? Die letzten beiden zwei Tage haben alles verändert. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist nicht unsere Schuld, kann nicht unsere Schuld sein. Wir konnten nichts davon wissen. Die Kammer. Niemand kann so etwas verstehen. Weder wir, noch sonst irgendjemand. Sie ist außergewöhnlich und rätselhaft. Sie entzieht sich Glauben und Vernunft. Hier existiert eine Kraft, eine pulsierende Energie, die an der Decke und an den Wänden entlangläuft. Eine gottlose Kraft, die nicht in unsere Welt gehört. Arthur war außer sich vor Angst. Ich war entsetzt, empfand aber auch Ehrfurcht. Diese Leuchtkraft. Wunderbar. Tausend Stimmen hinter den Steinen flüsterten uns zu. Tausend Stimmen im Zustand ewiger Verwirrung. Wir sind so schnell wie möglich geflohen. Nicht schnell genug, fürchte ich. Die Zeit reichte gerade noch aus. So ein winziges Zeitfragment, und doch war es genug. Etwas ist uns durch die Passage gefolgt. Ich habe es gespürt und gehört. Das Flüstern. Arthur spürte es ebenfalls. Er hat es als eine Dunkelheit beschrieben. Eine Dunkelheit mit Gestalt...
mit Existenz. Was zum Teufel war das nur? Wir versiegelten die Kammer wieder. Ich werde den Eingang verbergen, so gut ich kann. Doch ich weiß, dass es bereits zu spät ist. Wir sind Narren, aber wir wussten nichts davon. Wir konnten es gar nicht wissen. Ich fürchte um unsere Seelen. Ich fürchte um unser aller Seelen. Was haben wir freigesetzt? Meine Erinnerung ist klar genug für ein paar Skizzen. Hätte ich bloß mein Fotoapparat mitgenommen. Was bin ich für ein Trottel? 15. November 1944. Es bedrückt und entsetzt mich, diese Worte zu schreiben. Arthur und ich hatten mit unserer Befürchtung recht. Es ist hier. Hier bei uns im Hotel. Ich hatte die seltsamsten, unnatürlichsten Visionen. Die Toten sind hier um uns herum. Ich habe sie gehört und gesehen. Auch Edith spürt, dass etwas nicht in Ordnung ist, doch hat sie bislang nichts Übernatürliches empfunden. Vielleicht wirkt es nur auf Arthur und mich zu unserer ganz persönlichen Qual. Ist dies die Strafe für unsere Neugier? Ich hoffe es. Niemand sollte mit unserem Wissen leben müssen. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer. Wir werden unseren Feind studieren, seine Macht und seine Pläne aufdecken. Wir vermuten, dass es irgendwie im Einklang mit den Toten steht. Vielleicht ist das der Schlüssel zu seiner Existenz. Die Kammer könnte uns zweifellos wertvolle Hinweise liefern. Doch wir werden dort erst wieder eindringen, wenn wir über das, was wir tun, im Klaren sind. Spektrale nächtliche Geister wandern durch die Flure des Hotels. Ich kann sie aus den Augenwinkel erkennen. Die Gäste nehmen sie Gott sei Dank nicht wahr. 28. November 1944. Die Belastung durch unsere Forschung und die dunkle Präsenz nagen allmählich an Arthur. Er ist so mutig, wie sein Verstand es ihm erlaubt, verbringt aber immer weniger Zeit in seinem Studio. Nichts würde mich glücklicher machen, als ihn von dieser Last zu befreien, aber ich will nicht, dass er mehr Zeit zu Hause verbringt. Sein Vater, dieser Tyrann, sein Fa- ich dachte, er- George ist der Vater, okay. Sein Vater, dieser Tyrann, würde Arthur so lange piesacken, bis er sich zur Armee verpflichtet. Ich lasse nicht zu, dass Arthur in den Krieg zieht. Unser Krieg ist hier. Arthurs Tod würde die Schlacht nicht entscheiden. Sein Platz ist hier an meiner Seite. Gemeinsam müssen wir lernen, unsere Nemesis zu verstehen. Ich benutze das Wort nicht leichtfertig. Ich spüre, dass sie Pläne für uns hat. Sie neckt und versucht uns. Sie flüstert die ganze Nacht vor meiner Tür. Welches Schicksal erwartet mich jenseits dieser Tür? Wartet sie dort auf mich? Wenn ich ihr öffnete, würde sich meine Stimme dann mit den vielen, vielen Stimmen in dem Höllenloch unter uns vereinen? 3. Dezember 1944. Unsere Reise nach London hat sich gelohnt. Unsere groben Skizzen waren sehr wertvoll. Die Kammer war reich mit Symbolen dekoriert. Ich glaube, man nennt sie Runen. Sie haben bestimmte illustratorische Bedeutungen. Wenn wir sie entziffern könnten, hätten wir vielleicht eine Chance, das Dunkel wieder einzufangen. Die Bibliothek des Britischen Museums ist riesig und verwirrend. Doch ich fand ähnliche Symbole in diversen Alchemiewerken und Wörterbüchern. Wir brauchen weitere Symbole, bevor die eigentliche Arbeit beginnen kann. Noch ist nicht alles verloren. 6. Dezember 1944. Ich habe mich inzwischen beruhigt. Vor einer halben Stunde wäre ich fast explodiert. Arthur ist ohne mein Wissen in die Kammer zurückgekehrt. Dieser draufgängische Junge nah. Na, wenigstens mal Junge nah. Wir waren doch ein Alter nah. Er meinte, das sei die einzige Möglichkeit. Vielleicht hat er recht. Sein Fund ist unbezahlbar und könnte unseren Durchbruch bedeuten. Die Zeit wird knapp. Die Präsenz wird jeden Tag dreister. Ich glaube, Betty hat jetzt auch irgendein übernatürliches Phänomen erlebt. Ich habe sie dabei ertappt, wie sie im Dunkeln durch die Hotelkorridore schlich. Was hat sie gesucht? Hat sie etwas gesehen, das ihre Neugier geweckt hat? Na, vielleicht hat sie sich auch einfach nur mit Thomas getroffen. Ich wage es nicht, sie zu fragen, weil ich dadurch unsere Schuld preisgeben würde. Ich spiele mit dem Gedanken, Edith von meinem Verdacht zu erzählen, dass es im Hotel spukt. Dadurch würden unsere Untersuchungen weniger verdächtig aussehen. Außerdem kämen bestimmt mehr Gäste ins Hotel, was ich keineswegs unterstützen möchte, zumindest nicht,
bis wir alles wieder eingerenkt haben und alles wieder so ist, wie es sein sollte. Nun zu Arthurs Entdeckung. Es ist ein Stück Pergament, Tierhaut. Es war zwischen zwei Steinen versteckt und ist über und über mit Symbolen illustriert. Okay, das ist ein großes Stück Tierhaut wahrscheinlich und da sticken die dran und dann kann ich die unten vielleicht dann gegenpacken an diese Kammer, ne? Wisst ihr, was ich meine? Bei der Garage? Er hat die nur in ganz viele Schnipselchen geschnitten. Entschuldigung, ganz viele Schnipselchen und hat die dann da verteilt, warum auch immer. Sie fangen das Licht auf ganz besondere Weise. Vielleicht stehen sie mit derselben Kraft in Verbindung wie die Symbole in der Kammer. Es sind insgesamt 12 Symbole. Sie sind scharf und deutlich. Die Anordnung ist sehr speziell und ich vermute, sie stellen eine Beschwörung dar. Wir werden sofort daran arbeiten. 13. Dezember 1944. Arthur hat seine Entscheidung getroffen. Er geht zum Militär. Sein Vater hat seinen Willen durchgesetzt und nun ist meine Welt in Scherben. Noch 2 kostbare Tage, danach werden neue Zweifel und Ängste meine Welt verschlingen. 15. Dezember 1944. Er ist fort. Ich habe es nicht über mich gebracht, ihn zum Zug zu bringen. Die Bahnsteige waren laut und voller Menschen. Jetzt bereue ich meinen Entschluss und ich hoffe nur, dass dieser Krieg ein schnelles Ende findet. Nach ihrem Vormarsch im letzten Juni haben die Deutschen wieder Grund verloren. Die Amerikaner haben ihre Streitkräfte mit Europa vereint und alle glauben, dass der Konflikt bald beendet sein wird. Ich hoffe, dass es sehr, sehr bald sein wird. Ich vermisse ihn. 24. Dezember 1944. Heiligabend. Leise rieselt der Schnee. Still und starr liegt der See. Hört nur, wie lieblich es schallt. Ich wünschte, diese Worte wären wahr. Es wird stärker bedrohlicher. Zugleich wird es auch dreister und klüger. Es legt mich herein. Es lenkt mich. Es ruft mich in die Kammer zurück. Ich muss ihm widerstehen. Das Pergament, die Tierhaut, ist immer noch meine beste Verteidigung. Entweder verliere ich den Verstand, oder es hat ebenfalls eine gewisse Macht. Es ruft mich. Wenn ich es in den Händen halte, höre ich es. Eine Stimme. Eine klare, deutliche Stimme. Worte, gesprochen in einer fremden Sprache, die ich von meinem inneren Auge sehen kann. Dies wird unsere Rettung sein, das spüre ich. Ich werde die Worte aufschreiben. 28. Dezember 1944. Es gibt nichts zu schreiben. Es gibt nichts zu sagen. Er ist tot. Was? Wer ist tot? Arthur ist tot, oder was? Oh nein. 2. März 1945. Oh. Viel Zeit ist vergangen. Und viele Dinge haben sich geändert. Arthur wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Aber der Schmerz ist inzwischen so dumpf, dass ich wieder arbeiten kann. Die Heimsuchungen sind jetzt deutlicher. Andere haben sie ebenfalls erlebt. Das Dunkle ist stark. Ich fürchte, es hat sein Ziel beinahe erreicht. Doch noch ist nicht alles verloren. Ich weiß, was ich tun muss. Meine Rolle ist deutlich vorgezeichnet. Ich muss mich zwingen, die Zeremonie zu vollziehen. Einst hat sie an diesem Ort oftmals stattgefunden. Ich muss in die Fußstapfen jener treten, die nicht einmal mehr ferne Erinnerungen sind. Sie sind längst aus der Welt entschwunden. Nur die Zeit selbst hegt noch Erinnerung an ihre Existenz. Werde ich bald zu ihnen gehören? Bislang habe ich die Finsternis zurückgehalten, die ich mit meinen unzulänglichen Worten als das Dark Fall bezeichne. Ich verstehe allmählich die Ordnung und werde mich bald in die Kammer wagen, um meine Rolle zu Ende zu spielen. Was, frage ich mich, liegt hinter dieser letzten Tür? Die Reise wird sehr hart werden. So viel habe ich durch meine bisherigen Prüfungen begriffen. Es sind 3 Proben, die verstanden und gemeistert werden müssen, bevor ich weitergehen kann. Es ist eine Prüfung. Sie wird entscheiden, ob ich würdig bin. Die alten Krieger waren sehr weise und listenreich. Die Kräfte, derer sie sich bedienten, sind wunderschön anzusehen. Ich habe keine Ahnung, wovon der Alte da spricht, ey. Wie konnte so viel Eindrucksvolles nur verloren gehen? Was hat unsere Zeit stattdessen gewonnen? Etwa die moderne Wissenschaft? Das ist wohl kaum ein Ersatz. Oh, der Hubschrauber. Alter, der hat mich jetzt erschrocken. Okay. Das Land wird von Armut und Verzweiflung heimgesucht. Die
V7. Weiß ich nicht. Zerstört unsere Häuser und unsere Leben. Was für eine Macht ist das? Ein nutzloses Talent. Warum haben uns die Alten ihre Gaben nicht weitergegeben? Waren sie Wächter, die das Darkfall in seinem Kerker bewachen sollten? Konnten sie nicht voraussehen, dass es eines Tages entkommen würde? Vielleicht waren sie so arrogant wie wir. Sie dachten, nichts könne ihnen gefährlich werden. Eine engstirnige Denkweise. Ich hoffe, ich kann sie überwinden. 16. April 1945. Man geht allgemein davon aus, dass der Krieg fast zu Ende ist. Mein eigener Krieg hat jedoch eine neue Wendung genommen. Das Darkfall hasst mich. Ich spüre, wie es seine Gefangenschaft beklagt. Es brodelt und schreit. Ich fürchte, es wird mich bald angreifen. Das macht meinen jüngsten Fund umso wichtiger. Ich habe eine zweite Kammer entdeckt. Eigentlich eher eine Höhle. Sie liegt unter der alten Vorratsscheune und enthält etwas von unschätzbarem Wert. Dies ist die Lösung. Dies ist die Nemesis des Darkfall. Jede Nacht verliere ich einen weiteren Teil meines Verstandes. Die Dorfbewohner betrachten mich mit herablassenden Blicken. Wenn sie nur wüssten. 30. April 1945. Ein Tyrann ist tot. Die ganze Welt atmet auf. Meine Welt ebenfalls. Ich bin meinem Ziel näher als je zuvor. Ich muss meine Schritte genau planen. Wahrscheinlich habe ich nur eine einzige Chance. Die Prüfungen stehen bevor. Ich weiß, wie ich die erste bestehen kann. Es ist ein einfaches Puzzle, ein Befehl. Ich habe die Lösung auswendig gelernt, aber mein Gedächtnis lässt mich in letzter Zeit oft im Stich. Ich treffe Vorkehrungen. Vanner ist hier, wie meist um diese Jahreszeit. Er hat einen kleinen Tresor bei sich. Das Design ist genial. Ich habe einige in Auftrag gegeben. Was? Ach so, er hat einige Tresore. Ah, diesen kleinen, genau, den haben wir ja. Alles klar, jetzt weiß ich, was er meint. Sie können meine Geheimnisse bewahren und vor neugierigen Blicken verbergen. Was nicht versteckt werden kann, wird aufgezeichnet. Ich habe Idis gebeten, mir eine Tagesdecke zu machen. Das Resultat ist erstaunlich. Sie hat echtes Designertalent. Die Lösung der ersten Prüfung habe ich im Webmuster versteckt. Ah, okay, die haben wir unten gesehen. 1, 2, 3, 4, ja, das kann ich mir merken. Aber ich dachte, die sahen alle gleich aus. Anscheinend nicht. Es ist einmalig. Die Farben, als hätte sie die Aurora selbst gesehen. Die zweite Prüfung ist nicht ganz so klar. Zur Verwirrung werden die Klänge der Erde heraufbeschworen. Doch ich werde das Rätsel lösen. Dann wartet die dritte Prüfung. Alles muss bereit sein. 14. März 1947. Erschöpfung, haben sie es genannt. Ich bin anderer Meinung. Ein vergeudetes Jahr, das ist wahr. Ein Jahr voller Furcht und Zweifel. Als ich aus dem Zug stieg, war ich erleichtert, dass sich so wenig verändert hat. Nur Betty wirkt irgendwie anders. Älter, verschlossener. Arbeitet sie gegen mich? Ich denke an die Nacht zurück, als sie durch die dunklen Gänge des Hotels schlich. Ist sie etwa eine Komplizin des Bösen geworden? Soll sie mich behindern? Das glaube ich nicht. Bestimmt leide ich nur an Verfolgungswahn. Die Ruhepause hat mir gut getan. Edith hatte mir vorgeschlagen, nach Hastings zu fahren. Die Seeluft und die unbeschwerte Atmosphäre gaben mir Kraft. Oft dachte ich, wie sehr es Arthur gefallen hätte. Genug. Ich habe zu arbeiten. Ich spüre, dass die Zeit gekommen ist. Jetzt oder nie. Ich kann mir keinen zweiten Ausfall leisten. Ich will meine Notizen sichten, die lyrische Ordnung brechen und der Qual ein für allemal ein Ende bereiten. 26. April 1947. Alles ist bereit. Ich habe die Worte in 12 Abschnitte zerteilt. So ist es sicherer. Als Ganzes kann man es leichter zerstören. Ich werde die Teile an alle verteilen, die bereit sind, sie anzunehmen. Sie müssen sie behüten. Die Zeremonie wird vollendet und sie werden nichts davon ahnen. In 3 Nächten ist die Bar voll. Edith hat einen weiteren Musikabend geplant. Der Gedanke, dass direkt über mir ein Raum voll froher Menschen ist, wird mich während meiner Prüfung trösten. Vielleicht höre ich sie sogar singen und lachen. Sobald meine Prüfung vorbei ist, werde ich mich zu ihnen gesellen. 26. April 1947. Verdammt, verdammt! Es arbeitet gegen mich. Es hat einige Texte gestohlen. Ich muss mich erinnern. Nein, besser noch. Ich kann sie sehen. Ich weiß wie. Ich muss die Elemente ordnen.
Ah, ja, ich weiß, was er meint. Und zwar den Seherkelch. Ja. 29. April 1947. Alles ist bereit. Ich werde ein zweites Tagebuch mitnehmen, um meine Fortschritte zu notieren. Das wird mir oder sonst jemandem in Zukunft nützlich sein. Die anderen haben den Fehler begangen, das Wissen nicht weiterzugeben. Ich hatte recht, die Bar ist voll. Ich habe Betty, Edith, Verney und den Gästen die übrigen Symbole gegeben. Sie ahnen nicht, warum ich so nervös bin. Bald wird alles vorbei sein, so oder so. Wünsch mir Glück, Arthur. Ich tue das für uns beide. Vielleicht sehe ich dich bald. Das wäre schön. George. Vergangene Nacht sah ich die Ewigkeit. Ein Ring aus Licht, gemacht vom Stoff der Göttlichkeit. Voll Friede, strahlende Gerechtigkeit. Henry Vaughan. Vaughan. Keine Ahnung. Eine Rose? Ach, können wir nicht noch mal weiterklicken? Ich hätte jetzt gehofft. Nein. Gut, das war jetzt wirklich, wie gesagt, ein reiner Lesepart. Habe ich sonst noch irgendwas gesagt, was ich heute machen wollte? Was steht denn hier noch? Kamera? Können wir trotzdem nicht gegenklicken? Diese Atmerei macht mich wahnsinnig. Gut, genau. Ja, ich kann jetzt hier eigentlich abspeichern. Eigentlich ist es vollkommen egal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen jetzt den Boiler auf jeden Fall noch anschalten. Wir haben noch einige Kästchen zu öffnen. Wir haben offenbar noch einiges vor uns. Wenn wir dann alle 12 Symbole haben, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, was wir machen. Hat das gerade hier geflackert? Ja, ich wünsche eine gute Nacht. Träumt süß. Bis zum nächsten Mal.